Hallo und herzlich willkommen zurück zu Transocean The Shipping Company. Endlich wieder hier im Kanal und ich freue mich, dass ihr da draußen wieder hier drinnen dabei seid. Nee, was gibt es Schöneres, ne? So, ist es ein bisschen länger her, dass wir dieses Spiel, dieses wunderbare Spiel gespielt haben. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Die Bausi, die wird gerade, glaube ich, noch repariert, wenn ich das richtig sehe. Genau, die ist in 15 Tagen bereit oder wird aufgerüstet. Eins von beidem. Und haben wir sonst noch irgendwas, was hier im Hafen rumliegt und keine Miete zahlt? Die LS 2015, die liegt in Shanghai. Da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen gucken, was wir da alles noch für Aufträge hatten. Damit wir jetzt auch, weil es ist schon ein bisschen länger her. Also wir haben hier Teddybären-Aufträge angenommen. Wir haben, noch 112 Tage, oh, da haben wir genug. Das sollten wir hinbekommen. Dann haben die Zuschauer, ihr habt mich darauf hingewiesen, naja, du kriegst halt keine guten Aufträge, keine teuren Aufträge, wenn deine Schiffe alle im Arsch sind, um es auf Deutsch zu sagen. Dann haben wir hier noch geforderte Materialien bis zum 15.10.2018 nach Jebel Ali bringen. Da schauen wir nochmal rein, was das alles war. Jede Menge Kram. Und hier bei dem Kunststoff, da haben wir uns natürlich schön, haben wir uns schön vertan. Ja. Wir sollen Maschinen von Shanghai zum Beispiel nach Jebel Ali bringen. Und ja, was habe ich mir für diese Staffel vorgenommen? Etwas zu tun, was ich wirklich mal hätte machen sollen. Was ihr auch eigentlich, was ihr auch eigentlich gerne sehen wollt bei mir normalerweise, ist, dass wir uns mal wirklich ein bisschen mehr Zeit nehmen für dieses Spiel. Denn ansonsten, oh guck mal, hier kann man sogar das Schiff neu taufen. Sehr schön. Und wir können hier auch unsere ganzen Tribals jetzt dran machen. Das könnte ich vielleicht mal irgendwann machen. Habe ich jetzt für diese Staffel leider noch nicht vorbereitet. Bitte seht mir das nach. Und ja, wir gucken mal, ob wir jetzt hier für Jebel Ali Maschinen haben. Müssten wir eigentlich. Sonst kommen wir ja hier nicht weiter. Und wir sortieren mal nach... Ah, wir haben schon nach Zielhafen sortiert. So, das sind Kunststoffe. Habe ich da falsch geguckt? Ich dachte, es wären Maschinen gewesen. Da gucken wir nochmal. Nee, es sind tatsächlich Maschinen. Maschinen nach Jebel Ali von Shanghai aus, von Kaohsiung aus. Ja, und die haben wir nicht im Angebot. Das ist nicht so schön. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht, weil wir müssten eigentlich die Aufträge dann hier bekommen, auch für die Häfen. Aber ihr seht es selbst, Maschinen sind hier nicht gefragt, nicht im Angebot. Deswegen reparieren wir einfach mal jetzt 3 Tage die Schiffe. Wie gesagt, also der Zuschauer, der da kommentiert hat, der sagte also, wenn wir reparieren, dann sollten wir entsprechend bessere Aufträge bekommen. Dann reparieren wir mal die LS 2015 auch noch. Wir haben ja keine Aufträge an Bord, wo wir hier irgendwie uns groß beeilen müssten. So. Wir könnten natürlich auch andere Sachen von hier da mitnehmen. Das könnten wir auch machen, aber das lassen wir mal lieber. So. Was haben wir noch im Hafen liegen? In die USS Factorio liegt. Und Factorio läuft ja wieder jetzt, ne? Mit Multiplayer mit dem Yankee zusammen. Gehen wir mal zum Hafen, gucken mal, was wir hier an Aufträgen haben. Ciao, ciao. Hatten wir denn hier irgendwie was Bestimmtes im Sinn eigentlich, als wir mit dem Schiff hier hin sind? Wir schauen mal kurz. Haben wir irgendwas von Ciao Tauro in den Aufträgen? Nein, haben wir nicht. Wir haben aber Klaviere von Jebel Ali nach Nuuk. Das heißt, wir könnten mal gucken, ob wir von Ciao Tauro was für Jebel Ali bekommen, weil das liegt ja direkt um die Ecke. Und da war jede Menge Sachen. Da würde ich fast sagen, wir sortieren mal hier mal wieder nach der Grundprämie. Und nehmen einfach mal die Medikamentenaufträge mit an, auch wenn wir das eigentlich mit diesem Schiff nicht transportieren sollten.
Und jetzt haben wir hier den... Jetzt müssen wir den noch manuell ablegen, oder wie ist das? New Penmax, genau. Die müssen wir noch manuell ablegen. Und das ist eine New Penmax, wenn ich es richtig sehe, oder? Ne, das ist eine Post-Penmax. Das haben wir schon. Sehr gut, dann war die Schiffe auch wieder unterwegs hier. Kann die Zeit auch weiterlaufen, was sie dann noch tut. Und... ich habe immer interessante Frame-Einbrüche hier mittendrin schon mal. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Und die Book of Unwritten Tales ist bereit zum Anlegen in Kolon. Da gucken wir mal kurz. Die Book of Unwritten Tales sortiert am besten mal nach... okay. Man kann nicht nach Namen sortieren, oder was? Doch. Da finden wir die auch vielleicht eher wieder. Die brauchen wir auch nicht mehr von Hand anzulegen. Das heißt, die können wir anlegen. Mit Schlepperhilfe. Und da sehen wir, 17 Millionen haben wir da verdient. Wir sind in Kolon. Jetzt gehen wir mal zum Hafen. Gucken, wie das Schiff, in welchem Zustand das ist. Und dann schauen wir auch mal direkt, ob wir von Kolon Firmenaufträge hatten. Nein, aber von San Antonio. Ah ne, das ist ja doch ganz woanders hier. Kolon. Hatten wir denn für Kolon Sachen für unser Projekt? Nein. Das haben wir nicht. Gut, das heißt, wir können nochmal einen Auftrag annehmen. Aber da muss jede Menge Erz, seht ihr gerade hier, jede Menge Erz transportiert werden nach Jebel Ali und Espresso Café. Da kriegen wir auch richtig Geld für. Von Kolon nach Jebel Ali. Haben wir eine schöne Auslastung drin. Und da legen wir mal ab. Und die Shark ist bereit zum Anlegen in Abel Ali. Die Abel Ami. So, die Shark, müssen wir die noch von Hand anlegen? Jawohl, das ist eine Penmax. Da müssen wir noch einmal anlegen von Hand. Das machen wir mal. Und schon geht das los hier. Da gucken wir uns mal den schönen Hafen von Ambarli Limani an. Einwohnerzahl 14 Millionen. Land Türkei, Kontinent Europa. Und wir schauen mal, wo wir hin müssen. Also da oben hin wahrscheinlich. Dann geben wir erstmal ein bisschen Gas. Dann schauen wir mal, dass wir da nicht irgendwo um so eine komische Ecke drum müssen. Dann haben wir ja ein Problem. Oder sagen wir mal, dann hätten wir ein Problem. Hätte Fahrradkette. Um mal den guten Herrn Steinbrück zu zitieren. Kommt da ein Motorboot von der anderen Seite? Das klingt gerade so. Ich hoffe, das will nicht zu uns ran. Ah, das fährt hinter uns rum. So klingt es zumindest. Da sieht man es auch da unten. So, wir legen an mit unserem Schiff hier im Hafen. Dann haben wir wieder einen weiteren Teilbereich der Aufgabe erfüllt. Und immerhin 7 Millionen damit verdient. Jetzt gucken wir mal, ob wir weltberühmt sind. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier möglicherweise Aufträge haben, weil ich vergesse das immer. Nein, aber nicht. Haben wir den Sachen, die von hier mit müssen.
Nein. Doch. Ha. Textilgüter. Textilgüter nach Jebel Ali. Das machen wir doch direkt. Dann haben wir das nämlich fertig. So, 7. Sind das jetzt die beiden größten Aufträge? Mal reinschauen. Das kriegen wir nicht anders zusammengestellt. Nur so. Was anderes können wir auch nicht mehr mitnehmen. Also geht's hier in aller Ruhe. Moment, da müssen wir jetzt nicht mehr. Geht's hier in aller Ruhe zum nächsten Hafen. Das reicht ja, wenn wir das zweimal machen, ne? Müssen wir einmal rein, einmal raus. Jawohl. Jetzt müssen wir das nur noch mit einer New Panmax mal machen. Das kriegen wir hin. So, die Warlords of Draenor und die LS 2015, die hängen noch hier rum. Und die Digit ist angekommen. Und die Digit ist was? Die Digit ist... Ach, jetzt habe ich schon angeklickt. Oh, nein. Das ist auch blöd. Warum ist das so? Haben wir Glück gehabt. 3 Millionen. Und wir sind in Jiao Tao. Und in Jiao Tao haben wir dann einen Auftrag. Oder können wir hier etwas annehmen? Von Jiao, für Jiao Tao? Nein. Können wir etwas mitnehmen, um diesen Auftrag zu befriedigen? Jawohl. Und zwar Textilien. Schon wieder. Waren wir nicht gerade? Nee, wir waren im anderen, in der Türkei waren wir, ne? Also auch von hier können wir was mitnehmen für unsere Baustelle. Schauen wir mal. Medikamente sind es nicht. Metall ist es nicht. Metall ist es auch nicht. Textilgüter sind es. Nach Jebel Ali. So. 2000 Toy, die haben wir schon drauf jetzt. Und was wollen die noch haben? Die wollen Spirituosen haben. Stahl, medizinische Vorräte, Kaffee, Holz, Eisen, alles. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. Medizinische Versorgung haben wir noch. Ja, dann machen wir es so. Dann haben wir da wieder einen schönen Auftrag zusammengestellt. Ja, und ich stimme euch zu. Also wir müssten unsere Flotte mal nicht warten. Ach, jetzt habe ich wieder die Sherlock Holmes. Ist, glaube ich, eines der größeren Schiffe, ne? Ich hoffe es mal. Ja, weil die Sherlock Holmes dann von Hand anlegen, dass wir dann wieder eines unserer Dingens zum nächsten... Ne. Hätten wir nicht von Hand machen müssen. Na gut. Jetzt können wir das Geld aber trotzdem noch sparen. Und da sollten wir uns vielleicht mal eben gleich anschauen, welche Schiffe das denn noch sind, die wir noch anlegen müssen. Dann wisst ihr was beim nächsten Mal. Ich muss ja nicht mal drauf spekulieren. Unser Rekord übrigens ist 2 Minuten 38. Ich hoffe, den werden wir jetzt brechen. Mir ist übrigens so, als hätten wir dann beim letzten Mal vielleicht eine andere Landestelle bekommen. Oder meine ich das nur? Das nimmt mich gerade, wie sagt man so schön, das nimmt mich gerade Wunder. So. Hallo. Exzellent. Da haben wir wieder Geld gespart. Gut. Firmenaufträge von Jebel Ali haben wir. Klaviere zu transportieren nach Nuuk. Aber Nuuk ist so ein kleiner Hafen, ne? Da kommen wir nicht rein.
Balboa und Manila ist nicht wirklich in einer auf einer Achse. Was haben wir noch? Manila und Bangkok, das wäre schon eher was. Aber wir werden noch Post und Pakete mitnehmen. Ja. Machen wir. Und schon läuft das hier wieder bei uns. Sehr gut. Ja, das eine oder andere Schiff ist noch Reparatur. Wir könnten uns vielleicht mal angucken, welche... Die Bausi, die müssen wir von Hand anlegen noch. Und in Shanghai wurde fertig repariert. Na, dann schauen wir mal, ob wir jetzt Aufträge haben für... Nee. Das gibt's nicht. Wir sollen also hier in der Tat von Shanghai Sachen liefern, die wir irgendwie gar nicht annehmen können. Das irritiert mich jetzt ein bisschen. Tja, was machen wir da? Würde ich sagen, lassen wir das eine Schiff noch liegen und nehmen mit diesem hier erstmal, ja, Aufträge nach Sydney. Ist ja alles nicht so berühmt hier, ne? Machen wir es mal so. Da kriegen wir eh nicht mehr drauf. Und da machen wir erstmal nach Fremantle. Ja, und das andere Schiff. Ja, da haben wir ja das Problem, dass wir hier immer noch nicht so weit sind. Deswegen würde ich sagen, wir reparieren die mal weiter, weil, wie gesagt, wenn der Zuschauer recht hat und es wirklich dann besser wird, je besser unsere Schiffe sind, immer würde er auch machen. Ne? Wenn das Schiff gut aussieht, dann würde ich bei mir halt Aufträge verteilen. Und wenn die Schiffe alle scheiße aussehen, dann gehe ich doch nicht zu der Reederei hin. Nee. Das machen wir nicht. Ja, gut. So, in Shanghai sind neue Aufträge verfügbar. Und haben wir jetzt was dabei? Nein. Das könnte unter Umständen interessant werden. So, und die Fury, die hat von Hack und Wurst GmbH hier ordentlich angeliefert. Und wir sind in Jebel Ali. Und müssen hier diese Klaviere ja noch nach Nuuk bringen. Und das machen wir einfach mal mit dem kleinen Ding hier. Wir riskieren das einfach mal. Ist jetzt nicht die Welt, aber immerhin fast 1500 Toy. Lalalala. Erstmal wieder betanken hier. Und dann sagen wir mal 6 Tage reparieren. Und dann kann das Schiff auch ablegen. Ja, ihr könnt ablegen zum Sendeplan unter tv.galop.de, denn da findet ihr heraus, wann die nächste Folge kommt. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Hier bei Transocean The Shipping Company. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen und bis bald.